Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenige Wochen vor dem bedeutenden Jubiläum der römischen Verträge, die dieses Europa so bedeutend gemacht haben, müssen wir feststellen, dass dieses Europa in keinem guten Zustand ist. Es ist nicht das Europa, das in keinem guten Zustand ist, sondern es sind Mitgliedstaaten, die dieses Europa in diese schwierige Situation bringen. Und deswegen, wenn wir darüber sprechen, was sich in Europa verändern muss, kann der Blick nicht nur auf Kommission und Europäisches Parlament fallen, sondern da fällt der Blick natürlich automatisch auf einzelne Staaten in Europa. Und da ist es natürlich nicht ganz einfach, von diesem Pult aus, von diesem Parlament aus, von der Regierung aus öffentlich wohlfeile Ratschläge zu erteilen. Das ist alles nicht ganz so einfach, Herr Özdemir, von diesem Pult aus aufzufordern. Es ist richtig, dass wir in Europa miteinander gemeinsame Positionen vertreten müssen. Aber es ist genauso wichtig, dass wir alle mitnehmen müssen. Ständige öffentliche Belehrungen sind dazu nicht hilfreich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was ist dann zu tun? Es sind natürlich gemeinsame Projekte zu entwickeln, um diesem Europa wieder Mut, Zuversicht und Kraft zu geben. Und bei diesem gemeinsamen Entwickeln von Projekten, Zukunftsprojekten, ist es gerade die Bundesrepublik Deutschland, die immer wieder neue Ideen bringt. Und Herr Özdemir, wenn Sie genau zuhören würden, hätten Sie auch gehört, dass die Bundeskanzlerin nicht davon gesprochen hat, Hauptsache Deutschland geht es gut, sondern dass sie genau darauf hingewiesen hat, auf die Abhängigkeit von einer guten Situation in Deutschland und Europa. Und ich zitiere jetzt den Satz: Das ist von gar nicht hoch genug einzuschätzender Bedeutung, auch deshalb, weil es natürlich zwischen einer guten Zukunft bei uns in Deutschland und einer guten Zukunft Europas einen direkten Zusammenhang gibt. Und damit ist klar ausgedrückt worden, dass wir genau wissen, dass wir nur gemeinsam miteinander in diesem Europa vorankommen können. Aber damit muss auch klar sein, dass es gemeinsame Grundsätze geben muss. Und wenn wir davon sprechen, dass es in Europa Herausforderungen gibt, beispielsweise die Jugendarbeitslosigkeit, beispielsweise die Arbeitslosigkeit, beispielsweise Wachstum, dann muss man sich auch fragen, warum läuft es in einigen europäischen Ländern schlecht und warum läuft es vor allem auch in Deutschland gut? Und da haben Sie doch in Ihrer Regierungszeit etwas getan, was in Ordnung war. Und deswegen kann man sagen, wo liegt der Unterschied? In Deutschland sind die Reformen gemacht worden, die notwendig waren, um wieder Wachstum zu bekommen und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und die sind in anderen Ländern eben nicht gemacht worden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn man nun dieses Erfolgsmodell, die Reformen, die gemacht worden sind, jetzt wieder zurückdrehen will, dann kann man sich anschauen, was das Ergebnis ist in den europäischen Ländern, in denen die Reformmaßnahmen nicht durchgeführt worden sind. Und deswegen rate ich dazu, in Europa nicht nach dem Motto zu verfahren, wir müssen nur ein bisschen mehr Geld in den Ausbildungsmarkt hineinzuwerfen, dann wird es besser. Ich sage Ihnen, das Erfolgsmodell der beruflichen Ausbildung in Deutschland ist die duale Ausbildung. Sie können noch so viel Geld in Länder in Europa hineinwerfen. Wenn dieses System der dualen Ausbildung nicht kommt, hat es auch keinen Erfolg. Und deswegen sind Reformmaßnahmen, neue Strukturen,
die die Herausforderungen der Zeit gerecht werden, von zwingender Notwendigkeit. Und natürlich ist auch klar, dieses Europa muss sich neuen Herausforderungen stellen. Da muss dieses Europa Antworten finden auf die wirtschaftliche Entwicklung, aber da muss dieses Europa natürlich auch Antworten finden auf die außenpolitischen Herausforderungen. Und ich gehe mal davon aus, Frau Bundeskanzlerin, dass auf dem Gipfel, der jetzt stattfindet, über diese Fragen gesprochen wird. Und da ist es natürlich notwendig, dass wir in Europa eine gemeinsame Linie für die Flüchtlingspolitik finden. Man braucht sich nicht wundern, dass es zu solchen Fehlentwicklungen wie in Ungarn kommt, wenn die Europäische Union nicht in der Lage ist, eine gemeinsame richtige Antwort in der Flüchtlingspolitik zu finden. Da braucht man sich nicht wundern. Und diese gemeinsame Antwort muss natürlich auch heißen Solidarität. Und zur Solidarität gehört auch, dass man Griechenland und Italien nicht allein mit einem Problem sitzen lässt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beide können das allein nicht leisten. Und nach dem Motto zu leben, Hauptsache, sie kommen in Griechenland an und Italien und der Rest interessiert uns nicht, wird uns nicht helfen, liebe Kollegen, wird uns nicht helfen. Und deswegen muss dieses Europa eine Antwort finden auf diese konkrete Herausforderung. Und ich bleibe dabei, nationale Egoismen dürfen in Europa nicht dazu führen, dass wir die notwendigen Aufgaben lösen. Und da sage ich, die Sicherung der gemeinsamen Außengrenze ist dann nicht mehr allein nationale Aufgabe, wenn das Ergebnis so ist, dass die Sicherung nicht stattfindet. Dann brauchen wir eine europäische Grenzsicherungspolizei, die genau diese Aufgabe erfüllt. Denn wenn das nicht gelingt, braucht man sich doch nicht wundern, wenn der ein oder andere zu der Meinung kommt, wenn es an der gemeinsamen Außengrenze nicht gelingt, überlegen wir, ob wir es doch wieder national machen müssen. Und das wäre genau die falsche Reaktion für ein offenes und freies Europa. Und deswegen muss die europäische Grenzsicherung vorankommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich hat die Europäische Union die Aufgabe, die Werte, die in Europa gelten, auch zu vertreten und dafür zu sorgen, dass sie auch eingehalten werden. Das gilt in europäischen Ländern, wo wir mit einiger Sorge hinschauen, beispielsweise in Polen, beispielsweise auch in Ungarn. Aber es gilt natürlich auch für Länder, die im Prozess, in einem Prozess sind, sich näher nach Europa zu orientieren und vielleicht ganz nach Europa zu kommen. Und da gilt nun mal, glaube ich, schon der Grundsatz. Wer nicht bereit ist, die Werte Europas, zu denen Freiheit, Religionsfreiheit, Menschenrechte, Rechtsstaat gehören, wer nicht bereit ist, diese Werte auch für sich zu akzeptieren, der ist meilenweit von dieser Wertegemeinschaft Europa entfernt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt komme ich zu dem Thema, Herr Özdemir. Wir von der Union haben immer davon gesprochen, nie etwas anderes gesagt, dass wir eine besondere Beziehung Europas zu der Türkei wollen. Wir haben immer von der privilegierten Partnerschaft gesprochen. Uns also vorzuwerfen, dass wir einen Kurswechsel vorgenommen haben, das trifft auf Sie zu, weil Ihnen die jetzige Situation nicht passt. Wir hatten aber immer eine klare Position in dieser Frage. Und jetzt muss ich Ihnen mal sagen,
weil Sie vorhin so etwas lässig da über das C gesprochen haben. Also ich kann nur sagen, seit mehr als einem Jahrzehnt ist meine Fraktion und ich ganz persönlich bei dem Thema Religionsfreiheit unterwegs. Das wird ja auch von Ihnen nicht bestritten. Und da kann ich Ihnen sagen, in diesen 10 Jahren und auch schon davor, auch wo Sie eine rot-grüne Regierung gebildet haben, hat sich an der Situation der Christen in der Türkei nichts fundamental verändert. Null hat sich verändert. Aber damals, als Sie an der Regierung waren, habe ich nicht feststellen können, dass Ihnen das ein besonderes Anliegen war. Und jetzt kann ich nur sagen, wir haben immer darauf gedrängt, dass wir mit der Türkei keine weiteren Verhandlungskapitel eröffnen, bevor nicht das Thema Menschenrechte, Rechtsstaat, Religionsfreiheit eröffnet wird. Dafür haben wir aber, nein, es ist eben nicht geschehen, und dafür haben wir aber nicht unbedingt Zustimmung von allen anderen bekommen. Ich will die Namen gar nicht nennen, die das verhindern. Trotzdem bleibe ich dabei. Und das ist meine Botschaft auch an die türkische Regierung. Ihr braucht den Mund nicht so voll nehmen, solange ihr nicht bereit seid, ein Grundelement von Freiheit, nämlich Religionsfreiheit, in eurem Land zuzulassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht wir in Deutschland haben Angst vor der Meinungsfreiheit. Wir können das ertragen, was da einige Regierungsmitglieder sagen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Türkei hat Angst vor der Meinungsfreiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das muss immer wieder auch deutlich gemacht werden. Und da muss ich auch sagen, tja, wie stellt denn sich der türkische Präsident das vor? Der sagt, ich will natürlich nach Deutschland kommen und wenn ich nicht reinkomme, gibt es einen Riesenaufstand und ich will hier reden. Da muss ich sagen, uns passt manches nicht, was da gesagt wird. Und trotzdem finde ich es richtig, dass wir darauf reagieren und sagen, bei uns gilt die Redefreiheit und ihr könnt kommen. Aber in gleichem Atemzug muss ich sagen, verlange ich auch, dass wir in der Türkei auch überall hin können, beispielsweise nach Incirlik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also den Mund voll nehmen, ich will nach Deutschland kommen und uns die Reise nach Incirlik verbieten, das geht überhaupt nicht. Und das muss man denen mal sagen. Und ich kann nur sagen, jawohl, finde ich völlig in Ordnung. Wenn Herr Erdogan in Deutschland sprechen will oder auch andere, würde ich mir auch erwarten, dass wir dort auch mal hingehen und lautstark sagen, was wir erwarten von bestimmten Verhaltensweisen in der Türkei. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob das der Herr Erdogan ertragen kann oder nicht. Und da würde ich sagen, Reisefreiheit für Abgeordnete, Religionsfreiheit, Ausbildung von Priestern für die griechisch-orthodoxe Kirche und vieles andere mehr. Und im Übrigen würde ich dann auch sagen, ein Land, dessen Repräsentanten sich so verhalten wie Erdogan, braucht sich nicht wundern, wenn der Tourismus zurückgeht. In einem solchen Land wollte ich auch nicht Urlaub machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, um dies auch mal klar und deutlich zu sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, dieses Europa hat große Aufgaben vor sich. Und es gibt eine Reihe von Problemen. Und trotzdem finde ich, dass wir vor diesen Schwierigkeiten nicht kapitulieren dürfen, sondern dass wir dieses Europa nicht nur als Wertegemeinschaft, sondern als Schicksalsgemeinschaft von uns allen begreifen müssen. Dieses Europa hat uns Freiheit, Frieden und Wohlstand gebracht. In diesem Europa haben wir immer wieder einmal Herausforderungen und auch schwierige Situationen gehabt. Aber für dieses Europa werden wir überall in der Welt beneidet. In Asien und überall sagen sie, wir wären froh und dankbar, wenn wir eine solche Einrichtung wie ihr in Europa hättet. Und deshalb kann ich nur sagen, allein für die mehr als 60 Jahre, 70 Jahre Frieden in Europa
haben wir Grund, jeden Tag dankbar zu sein, meine sehr verehrten Damen. Jeden Tag haben wir Grund, dankbar zu sein. Und aus dieser Dankbarkeit heraus erwächst für uns die Verpflichtung, alles zu tun, damit wir alle miteinander in diesem Europa in eine friedliche und gute Zukunft weiter hineinwachsen können. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sevim Dadelen für die Fraktion Die Linke.